Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute mache ich mich mit euch zusammen fertig und dabei zeige ich euch ein paar neue Produkte, die bei mir eingezogen sind. Und wir fangen jetzt sofort damit an. Ganz viel Spaß beim Video. So, ich habe mir hier die Haare schon aus dem Gesicht gemacht und werde jetzt als erstes, weil ich habe noch absolut gar nichts benutzt. Ich war heute Morgen bei der Physiotherapie, dann beim Sport und dann habe ich einfach nur gerade Mittag gegessen und jetzt mache ich mich gemeinsam fertig mit euch. Deswegen mache ich als allererstes eine Pflege. Das ist was Neues. Also ich glaube, es ist jetzt nicht ganz neu, aber für mich ist es neu. Und zwar ist das hier von 123 eine Ampulle. Glow Girl Glow Hyaluronic Glow Ampulle. Intensive Hydration und einen Glow. So. Ich war nämlich auch gestern bei Douglas und habe mir auch die neue Mascara geholt von Kylie. Die werden wir auch gleich zusammen ausprobieren. Aber als erstes werde ich euch ein kleines bisschen näher ranholen und dann benutzen wir erstmal diese Ampulle hier. So, bei diesen Ampullen muss man immer vorsichtig sein. Ich habe mich einmal so daran geschnitten, das hat geblutet wie Sau. Ich nehme jetzt einfach hier so ein Taschentuch, wickel das ein paar Mal um und dann... Warte, vielleicht sollte ich es vorher schütteln, ne? Wäre... mal schlau. Okay. So. Das hat schon mal gut geklappt. Und jetzt... Oh, die ist gar nicht so krass flüssig. Irgendwie. Irgendwie kommt das nicht so gut raus. Okay, also ich habe gerade Probleme, das hier rauszubekommen. Ich müsste mit irgendwas Spitzem einmal da reingehen. Ich glaube, da ist so eine Luftblase oder so, keine Ahnung. Es gibt Ampullen, da kommt das immer sofort raus und dann fließt das übers ganze Gesicht. Und jetzt hier habe ich das Problem, dass es kaum rauskommt. Okay, also ich merke schon mal die Feuchtigkeit auf jeden Fall, aber ich merke gar keinen Glow jetzt. Meine Haut ist eigentlich... Boah, da ist noch so viel drin. Ich muss mal ganz kurz mit irgendwas das hier aufmachen. Okay, ich habe jetzt gerade einen Zahnstocher hier so reingemacht, damit diese Öffnung auch wirklich frei ist. Ist sie auch, aber guckt mal, da kommt nichts raus. Also man muss es so schütteln. Ist vielleicht auch für mehrere Anwendungen jetzt so gedacht. Wobei, ich habe eigentlich keine Lust, die jetzt mehrmals zu benutzen. Ich will die einfach einmal komplett leer machen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, also ich lasse es jetzt. Da ist noch richtig viel drin. Also das ist jetzt bestimmt noch für zweimal. Also man kann sie ganz definitiv zweimal noch benutzen. Und die ist aber schnell. Also hier oben habe ich das ja schon gerade aufgetragen. Da ist es schon richtig gut eingezogen. Und es zieht auch allgemein sehr schnell ein. Hinterlässt so ein ganz leicht klebriges Gefühl hier jetzt so. Aber ich merke jetzt nicht unbedingt einen Glow, oder? Hyaluron, also die Feuchtigkeit merke ich, aber jetzt irgendwie Glow nicht unbedingt. So, dann wären wir jetzt schon mal mit der Pflege hier fertig. Ich mache mal eben noch kurz. Warte, das ist besser. Ich habe übrigens gerade nochmal eine Handcreme benutzt, die ebenfalls hier neu ist. Das ist die hier von Balea. Die ist neu, wie gesagt, in der Drogerie und die soll einen leichten Glow auf den Händen dann geben. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal benutzt und ich finde, der Glow hält sich in Grenzen. Also es ist wirklich nur ganz, ganz leicht. Ich kann euch das jetzt nochmal zeigen. Ich habe es gerade nicht aufgenommen gehabt, aber... Also ich mache das mal hier. Konsistenz ist super flüssig. Und die zieht sehr gut ein. Ist so ganz leicht klebrig dann, wie jetzt diese Ampulle auch, aber sie zieht gut ein, das muss ich schon sagen.
Aber so dieser Glitzer-Glow-Effekt merke ich jetzt von nichts. Wenn man ganz, ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass sie leicht glitzert. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Riecht auch ganz angenehm. Aber ich finde die Pflege auch nicht so gut. Also ich habe hier noch eine andere Handcreme. Die benutze ich auch immer wieder. Und die pflegt natürlich richtig gut. Also das ist jetzt keine pflegende Handcreme, finde ich. Also ich zeige euch jetzt mal meine Hände. Das könnt ihr selber sagen, seht ihr da so einen Glitzer-Glow oder nicht? Also mir ist es immer wichtig bei einer Handcreme, dass die sehr schnell einzieht. Und für strahlend schöne gepflegte Hände mit feinen Schimmerpigmenten. Ja, also die sind sehr fein. Aber ich finde es auch so kalt, meine Hände sind auch richtig kalt. Es ist wieder Winter irgendwie gefühlt. Es regnet, es ist richtig bewölkt, es ist einfach so ein kalter Wind auch da. Es ist so wirklich ungemütlich und wir haben jetzt, also wenn ihr das Video seht, dann ist es schon 1. Mai. Das ist schon ein bisschen kritisch. Okay, machen wir weiter mit einem Produkt, was nicht neu ist, aber das benutze ich jetzt auch mal. Es ist auch nicht alles neu, was ich euch jetzt hier zeige. Von Benefit, der 24-Stunden-Brow-Setter. Der ist auch aktuell mein Liebling. Der macht die Härchen richtig schön so nach oben. Das sieht dann so ein bisschen voluminöser, buschiger aus. Als hättet ihr so mehr Haare hier oben. So, die Augenbrauen wären jetzt fertig und jetzt benutze ich eine neue Lidschattenpalette. Die habe ich mir bei Sephora gekauft und die habe ich schon länger so im Blick gehabt. Das ist jetzt hier die matte Huda Beauty Palette in Cool Matt. Es gibt auch noch Warm Matt, also das jetzt hier sind kühle Töne und die fand ich sehr, sehr schön. So sieht das aus. Ihr habt hier drin auch einen Spiegel und so sehen die Farben aus. Sehr schöne, kühle Töne, wie schon gesagt. Und ich liebe sie auch. Für grüne Augen sind die richtig toll. So, und ich werde jetzt, ich benutze jetzt nicht so viele Farben davon. Ich werde jetzt benutzen, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Benutze jetzt diesen oberen Ton hier auf dem wirklichen Lid und dann suche ich mir eine andere Farbe aus zum Verblenden. Ich benutze diese Palette jetzt auch zum allerersten Mal. Also ich habe sie jetzt schon eine Woche oder so hier liegen und wollte sie aufbewahren, um sie mit euch zusammen zu benutzen. Und die Pigmentierung ist einfach heftig. Also ich bin ein bisschen reingegangen und also Huda Beauty ist, was Lidschatten angeht, eine der besten Marken, finde ich. Die Farben bröseln zwar etwas, aber da gibt es auch schlimmere. Also die bröselt jetzt so ein bisschen. Aber die Pigmentierung ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Jetzt in diesen Ton hier, der hier rechts in der Ecke. Auch nur so ein bisschen, weil ich weiß ja, die Farbe ist einfach sehr, sehr stark. Deswegen klopfe ich ab und werde das einfach nur so ein bisschen verblenden. Ich gehe jetzt ja auch nirgendwo hin, also ich gehe heute nur noch arbeiten und will mich jetzt auch nicht so krass schminken für die Arbeit. So, das ist jetzt hier noch nicht komplett sauber, aber das mache ich gleich. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Wimpern und jetzt benutze ich die neue Mascara von Kylie. Ich hole euch jetzt gleich noch ein bisschen näher ran. Aber es gab diese Mascara übrigens auch in Mini, also in 5 Milliliter. Das ist jetzt hier die große. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mir die kleine hole, aber ich glaube, dass diese Mascara sehr, sehr gut ist. Deswegen habe ich mir auch direkt die große geholt. Als ich bei Douglas dann bezahlt habe, hat die Verkäuferin dort, die war so lieb, die hat mir
nochmal eine kleine Mini-Mascara hier als Probe mitgegeben. Sehr, sehr nett. Ich finde das mittlerweile, man kriegt, wenn man bei Douglas so vor Ort was einkauft, dann kriegt man nicht immer eine Probe. Früher gab es auch irgendwie immer Proben und jetzt sind die irgendwie ein bisschen geizig geworden damit. Ich weiß nicht warum. Es ist ja auch eigentlich besser, wenn sie Proben geben, weil dann testet man neue Sachen aus und vielleicht kauft man dann das, was man in der Probe hatte. Ja, also ich bestelle lieber online was mittlerweile bei Douglas und so, weil man kriegt, online kriegt man ja immer irgendwas. Okay, auf jeden Fall, das Packaging erstmal ist wunderschön. So wie wir es auch kennen von Kylie, in rosa gehalten, hier mit dieser Schrift hier drauf, mit diesem Druck. Und das hier ist jetzt die Mascara. So, so sieht sie aus. Eigentlich ist es ein nicht krasses Bürstchen oder sowas. Das sind keine Silikon, das ist kein Silikonbürstchen, es ist so ein Standardbürstchen. Aber Kylie sagt in ihrem Video, man soll mit nur einem Tusch direkt schon ja, richtig viel Produkt drauf haben und alles. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ich hole euch mal näher ran. Könnt ihr das besser sehen? So, also noch näher geht nicht. Und ich habe jetzt die Wimpern auch nicht gebogen. Mache ich jetzt einfach nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. So, also ich mache jetzt einen Tusch. Ich muss sagen, dass das Bürstchen so ein bisschen irgendwie so einen trockenen Eindruck macht auf mich. Ich gehe hier nochmal rein. So. Und jetzt. Also da ist nicht viel Produkt irgendwie drauf. Wenn man rausgeht aus der Mascara, streift man ganz viel Produkt ab da drin schon irgendwie. Also es ist nicht wie bei der Mascara. Also es gibt ja Mascaras, die haben richtig viel Produkt auf dem Bürstchen. Bei der hier ist das nicht so. Und ich gehe jetzt so ein paar Mal drüber. So, ihr habt gesehen, ich bin jetzt ein paar Mal so rübergegangen. Erster Eindruck ist eigentlich gut. Ich finde das auch gut, dass sie nicht so viel Produkt hat auf der Bürste. Weil wenn man zu viel Produkt hat, dann ist das so ein Geschmiere. Und ich finde es besser, dass sie so ein bisschen trockener ist. Aber ich finde, die macht ganz schöne Wimpern. Also ich gucke mal gleich... Hier auf diesem Auge sind meine Wimpern richtig gut. Auf dem hier sind sie so ein bisschen mickrig irgendwie, warum auch immer. Wir gucken mal, wie das auf dem linken Auge aussieht. Okay, also mit dem Auge bin ich jetzt fertig und jetzt machen wir mal das andere. Aber ich zeige euch das nochmal. Also wenn ich jetzt hier so rausgehe, da ist nicht viel Produkt drauf. Einfach auf der, hier auf dieser Spitze ist schon was drauf, aber auf der Bürste irgendwie nicht. So. Und jetzt mache ich mal das andere Auge. So, also ihr könnt euch jetzt eure eigene Meinung dazu bilden. Ich finde die Mascara gut. Das ist jetzt so mein allererster Eindruck. Ich muss sie noch ein paar Mal benutzen. Aber ich finde sie eigentlich gut. Sie macht voluminöse, lange Wimpern. Das hier sind so meine Problemwimpern. Aber sie hat trotzdem eigentlich einen guten Job gemacht auf dieser Seite hier. Finde ich. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass einige Leute ein bisschen enttäuscht sind von dieser Mascara, weil sie eben so eher trocken ist.
Könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde sie schön. Mir gefallen die Wimpern hier auf beiden Seiten. Und ja, also ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet, ob ihr sie schon getestet habt. Erster Eindruck ist eigentlich von mir ganz positiv, muss ich sagen. So, und jetzt machen wir hier mal weiter. Ich benutze jetzt Make-up. Make-up ist für mich das jetzt hier aktuell. Das ist ein Concealer von MAC. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Ich benutze den als Foundation. Ich schüttel den, weil er ist sehr, sehr flüssig. Das ist dieser Waterweight Concealer. Davon braucht man auch nicht viel. Also ich gehe da hier so einmal und das reicht schon. Der hat eine sehr starke Deckkraft. Und ich weiß gar nicht, wie ich den früher benutzt habe hier als Concealer, weil der ist mir, als Concealer ist der mir viel zu dunkel erstmal. Und zweitens ist der einfach so krass deckend. Also, ich weiß ja auch nicht, wie ich das früher gemacht habe. Ihr müsst den aber sehr, sehr gut verblenden, weil der irgendwie, der trocknet sehr schnell und wenn er so richtig getrocknet ist, dann kann man ihn nicht mehr so von der Stelle bewegen. Irgendwie bleibt er dann. So, Foundation sitzt und ihr seht, wie dunkel die eigentlich ist. Also ich weiß echt nicht, wie ich die damals als Concealer benutzen konnte. Jetzt benutzen wir ein weiteres neues Produkt. Das habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen zum Valentinstag und ich benutze es erst jetzt. Shame on me. Ich hoffe, er sieht dieses Video nicht. Das ist von Pillow Talk, der flüssige Blush in der Farbe Pink Pop. So, und ich benutze ihn jetzt das allererste Mal mit euch zusammen. Und so sieht er erstmal aus. Wunderschön. Ich habe hier auch schon den flüssigen Highlighter von ihr und auch den Bronzer. So, er ist wunderschön. Es wird heute irgendwie so ein richtiges rosanes Mädchen-Make-up. Ich nehme auch den gleichen Pinsel, mit dem ich auch die Foundation jetzt hier aufgetragen habe und verblende den so schön. Ich habe übrigens gesehen, dass es jetzt auch von Kylie flüssige Lidschatten gibt. Ich habe aber, als ich gestern bei Douglas war, komplett vergessen, mir die anzugucken. Ich habe die auch nicht gesehen gehabt. Aber demnächst werde ich mir die mal anschauen, auf jeden Fall. So, was sagt ihr zu dem Blush? Also ich finde ihn sehr, sehr schön. Der ist auch irgendwie trotzdem so dezent, finde ich. Kann aber auch daran liegen, dass ich ihn jetzt mit diesem Foundation Brush aufgetragen habe, wo ja schon Foundation noch drauf ist und dann hat er den hier so ein bisschen zurückgenommen. Aber den sehr, sehr schön. Matcht auch sehr gut heute mit meinem Augen-Make-up. So, Highlighter habe ich jetzt gar nicht rausgepackt. Ich glaube, ich habe da auch gar keinen neuen. Obwohl, ich gucke mal eben. Einen Moment, bleibt dran. So, ich habe tatsächlich keinen neuen Highlighter, aber ich habe einen alten Favoriten. Der hat auch schon so eine coole hier. Das ist der Mary Luminizer von, oh mein Gott, von The Balm. Der ist so toll. Der geht auch einfach immer. Der geht wirklich immer und der sieht so schön aus. Ich muss ein bisschen mich sputen, weil ich sehe gerade, dass meine Kamera schon rot leuchtet. Also, auf jeden Fall ein alter Favorit, Mary Luminizer. Super, super schön. So, und jetzt benutzen wir das letzte neue Produkt hier.
Und zwar ist das von Rare Beauty ein Lippenstift, ein Lip Soufflé in Matt. Und das ist die Farbe Courage und das ist so ein schöner, natürlicher Ton. Ich habe den von Sephora mal bekommen bei einer Bestellung. Und also ich habe den bekommen so als Mini-Probe und der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn mir jetzt in groß bestellt habe. Ein sehr natürlicher Ton, das ist so ein bisschen My Lips But Better. Und so sieht er aus. So, ihr seht also ein richtig schöner, natürlicher Ton, der eurer Lippenfarbe sehr ähnelt. Also meiner und bei meiner Schwester war das auch so. Die hatte auch dieses Produkt hier und sie sagt, boah, der sieht aus wie meine eigene Lippe. Ihr merkt den gar nicht auf den Lippen, der ist so leicht. Er hält nicht so lange, also wenn ihr essen und trinken tut, dann geht er etwas schneller ab. Aber ich finde ihn ganz, ganz angenehm auf den Lippen zu tragen und deswegen ist der toll. Warum mache ich so? Okay. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, der Make-up-Look hat euch gefallen und schreibt mir mal gerne, wie ihr die Mascara findet und wie ihr die Lidschattenpalette findet. Das würde mich sehr interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt mir alle gesund. Abonniert meinen YouTube-Kanal, um kein Video zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich jeden Tag sehr aktiv. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!